Sie waren nur 2 Jahre verheiratet, doch von einer glücklichen Ehe konnte bei Ferdi V. und seiner 24 Jahre älteren Frau Ingeborg nicht die Rede sein. Im Juni dann das traurige Ende der Ehehölle. Die Polizei findet Ingeborg tot im Badezimmer. Sie wurde in der Toilettenschüssel ertränkt. Seit heute muss sich Ferdi V. vor Gericht verantworten. Das ist der Mann, den viele Frauen liebten. Auch seine eigene Gattin Ingeborg hat ihren 25 Jahre jüngeren Ferdi vergöttert und ihm alle Freiheiten mit einer Reihe von Liebschaften gelassen. Auch seine Freundinnen hat der 32-Jährige geschlagen und misshandelt, bevor er seiner Ingeborg auf der Kloschüssel den Halswirbel brach und sie danach im Toilettentopf ertränkte. Sogar für den Oberstaatsanwalt ein widerliches Verbrechen. Es hat auch schon im Vorfeld Körperverletzungshandlungen gegeben. Seine Ehefrau da in der Schüssel einer Toilette zu ertränken und ihr dabei noch das Knick zu brechen, das ist wieder eine völlig neue Dimension, die Gott sei Dank bisher auch noch meinen Schreibtisch nicht gekreuzt hat. Seit heute muss sich Ferdi V. wegen Totschlags vor dem Landgericht in Münster verantworten. Der Gelegenheitsarbeiter und Vater von 3 Kindern aus erster Ehe schweigt zu den Vorwürfen des Staatsanwaltes. Der Angeklagte beruft sich auf einen totalen Filmriss am Tattag. Dazu kann ich keine Angaben machen. Die Motivation meines Mandanten bleibt im Dunkeln. Dazu konnten bisher keine Erkenntnisse gesammelt werden. Hat er Ihnen auch nicht erzählt? Nein. Im Prozess gegen den 32-jährigen brutalen Frauenheld aus dem Münsterland wird auch Gabriele Fayet aussagen. Die Krankenschwester hatte sich Wochen vor dem Verbrechen an Ingeborg Pauls von ihrem verheirateten Liebhaber getrennt. Mit ihrem Ferdi war die 41-Jährige durch die Hölle gegangen. Gabriele Fayet hat sogar über Selbstmord nachgedacht, weil sie das Wechselbad zwischen Liebe und Schlägen, Zärtlichkeiten und Brutalität nicht mehr ertragen konnte. Er hat mich einmal so geschlagen, also dass ich dann doch 3 Tage... stationär war, hat das dann als im nüchternen Zustand, es hat ihm dann fürchterlich leid getan. Wir haben dann ausreichend Gespräche geführt, mach eine Therapie, mach etwas. Aber es ist letztendlich nie etwas daraus geworden. Ein paar Mal hat Gabriele Fayet ihren Ex-Lover sogar im Gefängnis besucht. Doch auch seiner früheren Geliebten hat der Angeklagte nie erzählt, was in der kleinen Dachgeschosswohnung im letzten Juni wirklich passiert ist, als Ingeborg Pauls ihr Leben lassen musste. Sie hatte sehr schizophrene Züge an sich. Auf der einen Seite ein sehr netter Mensch, ein sehr liebevoller Mensch auch. Und er hat aber auch genau das krasse Gegenteilige an sich. Also er sagte, er hat so einen Ausdruck mal gebracht, ich könnte mir eher vorstellen, einen Menschen zu töten als ein Tier. Am 6. Februar will das Landgericht in Münster ein Urteil sprechen. Ferdi V., der sich an nichts erinnern will, drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis für den Tod seiner Frau Ingeborg.